glaube, sehr viele von euch freuen sich genauso auf dieses Video wie ich. Seit ihr wisst, dass wir eine Wohnung haben, wollt ihr gerne sehen, wie sie aussieht. Und ich dachte, bevor jetzt hier dieser große Einzugswahnsinn passiert und dann alle unsere Möbel hier drin stehen und so weiter, zeige ich euch mal eine leere Wohnungstour. Ist vielleicht auch ganz spannend nachher für so einen Vorher-Nachher-Effekt, wenn ihr dann seht, was wir mit den Räumen gemacht haben. Aber allein schon die Wohnung im Leerzustand ist ein Traum. Ihr seht schon so einen kleinen Sneak Peek hier im Hintergrund. Kurze Erklärung am Anfang, bevor ihr gleich die komplette Wohnung seht. Wir wohnen im Dachgeschoss. Da gibt es bestimmt einige, die sagen, es ist mega unpraktisch mit Kind und so weiter. Und ihr werdet vollkommen recht haben. Es wird definitiv Tage geben, an denen ich das verfluchen werde. Entweder heiße Sommertage oder Tage mit viel Einkauf oder einem quengeligen Wimmi, der die Treppe nicht laufen will. Aber wir sind große, große, große Dachgeschossliebhaber. Ich finde, Dachgeschosswohnungen sind das Allerschönste. Ich liebe Schrägen. Ich liebe ganz oben zu sein, niemanden über mir zu haben und einfach auch den Ausblick, den ich euch natürlich jetzt nicht so richtig zeigen kann. Aber der ist einfach auch aus jedem Fenster wunderschön. Und wir haben viele Glasflächen. Ihr seht hier hinten schon so ein kleines Sneak Peek. Da gibt es bestimmt jetzt auch einige, die mich gut kennen, die sagen, oh Gott, Ella, du musst so viele Fenster putzen. Ich sag euch mal was, das ist das erste Mal, dass ich denke, das stört mich nicht, weil ich einfach diese Wohnung so unfassbar schön finde. Ihr werdet gleich verstehen. Wir gehen jetzt einfach mal durch die Wohnung und ich zeige euch Zimmer für Zimmer und dann, ja, könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen. Los geht's. Hier haben wir die Eingangstür und ihr seht schon, da ist so eine extra Sicherung dran, weil Dachgeschoss und Erdgeschoss ja immer die Wohnungen sind, die am meisten vor Einbruch geschützt werden müssen, weil das so die beliebtesten Spots sind. Und gerade in Berlin muss man ja so ein bisschen aufpassen und dann geht's hier gleich ins Bad. Das ist schön groß, es gibt Fenster, wir haben eine Badewanne, wie ihr seht, und eine Regendusche und im Grunde eigentlich alles, was man braucht. Auch hier haben wir so ein bisschen Schrägen und Winkel und so weiter. Hier haben wir ein Waschbecken und ihr seht schon, da ist so ein bisschen was eingelassen in der Wand und wir überlegen, ob wir uns vielleicht aus Holz genau hier passend in diese Lücke einen Schrank basteln, wo wir all unseren Badkram unterbringen können, wo Wimmi einfach auch nicht rankommt und wo genug Platz ist für alles, was wir so haben. Wenn ich das jetzt so sehe, sieht es ganz schön groß aus. Aber gut, wir werden mal sehen, wie wir das lösen. Auf jeden Fall bietet sich das an, da was hinzuzimmern. Und Fritz ist ja so gut auch mit Holz. Und was ich sehr, sehr, sehr liebe, ist, dass wir auch hier wieder einen Waschmaschinenanschluss im Bad haben. Ich habe sehr, sehr viele Wohnungen gehabt, in denen ich einen Waschmaschinenanschluss in der Küche hatte, was auch funktioniert, aber ich finde es einfach sehr schön, wenn ich das im Bad unterbringen kann. Plus, wenn die Waschmaschine hier steht, hat man hier wie so einen kleinen toten Winkel, wo man sein Waschzeug hin tun kann. Das heißt, Wimmi kommt da schlecht ran und es ist einfach auch so ein bisschen aus dem Blickfeld. Kleine Information am Rande, ihr werdet ein paar Steckdosen sehen, die so aussehen, weil einfach der Elektriker hier noch nicht durchkommen konnte. Die aktuelle Voldemort-Zeit macht es einfach möglich, dass alles ein bisschen länger dauert. Das werden wir dann erst machen können, wenn wir eingezogen sind. Genau, und hier haben wir dann einen Heizkörper und dann geht es da wieder Richtung Flur. Und eigentlich habe ich euch jetzt schon den schönsten Teil vorenthalten, denn wenn man hier reinkommt, ist das, was man als erstes sieht, und zwar das Arbeitszimmer. Das ist einfach unfassbar schön. Insgesamt seht ihr schon, es ist eine riesen Glasfläche. Oben ist es auch so schön abgerundet, was dem Raum einfach ein total schönes Raumgefühl gibt. Und wir haben hier auch sehr, sehr hohe Decken mit zwei wunderschönen Dachfenstern. Das klingt bestimmt sehr schön, wenn es regnet. Und hier hinter der Tür ist so eine große Stellfläche. Wir überlegen, ob wir da irgendwie einen Schrank hinstellen, wo wir so ein bisschen auch Stauraum drin haben, denn ihr habt schon gesehen, im Flur ist nicht so viel Platz, um irgendwas hinzustellen. Ich möchte ungern hier die Glasfläche vollstellen und hinter der Tür ist ein bisschen schwierig, aber da finden wir schon eine Lösung und eine Idee ist eben, man könnte diese Wand hier nutzen. Im Dachgeschoss muss man ja jede gerade Wand irgendwie nutzen. Wir werden uns wahrscheinlich hier so eine Gardinenschiene anbringen mit einem festeren Stoff für die Sommertage, dass man eben dann, wenn die Sonne hier morgens so reinballert, das so ein bisschen abhalten kann. Auch ein Nachteil vom Dachgeschoss, ich weiß. Und ja, es ist einfach ein wunderschöner Raum mit einem extrem schönen Raumgefühl. Und hier geht es dann vom Arbeitszimmer ins Schlafzimmer. Das ist der kleinste Raum in der Wohnung. Ich mag es sehr, weil es so muckelig und gemütlich ist. Thank you.
hohe Wände und wollen sozusagen dann diese Fläche hier nutzen, um einen großen Kleiderschrank unterzubringen, wo wir wirklich auch Bettwäsche und Bettdecken und Handtücher und so weiter unterbringen können. Und ihr seht schon, die Türen zu den jeweiligen Räumen sind auch wieder voller Glas. Das heißt, das macht einfach ein super offenes, freies Gefühl und trotzdem sind hier überall diese, wie heißen die denn? Gardinendinger, Ziehharmonika und so dran, sodass man trotzdem Sichtschutz hat, wenn man will. Und auch hier an den Dachgeschossfenstern, seht ihr, haben wir überall Möglichkeiten, das zuzuziehen. Und ganz oft sind das auch wärmeabweisende Rollos, sodass man da auch wieder dafür sorgen kann, dass man so ein bisschen an heißen Sommertagen das abgehalten kriegt. Das ist eben was, was man beachten muss im Dachgeschoss. Aber ja, dafür hat man viele, viele andere Vorteile. Und wenn man dann hier aus dem Arbeitszimmer rausgeht, kommt man hier in Wimmis Zimmer. Und das ist ein sehr, sehr gemütlicher, aber schön großer Raum. Hier viel Platz. Hier habe ich geschlafen heute Nacht. Er hat viel Platz. Es ist einfach genug freie Wandfläche, wo man auch dann wirklich Sachen stellen kann und einfach auch viel Platz auf dem Boden, auf dem wir dann spielen können und Quatsch machen können und so weiter. Und es hat so eine gemütliche Atmosphäre und ich glaube, er wird sich hier sehr wohlfühlen und einfach auch eine gute Zeit haben. Auch hier wieder eine Jalousie an der Tür. Die kann man eben runterziehen oder oben lassen, wie auch immer, je nachdem, ob man es offen haben will oder nicht. Das werden wir dann sehen, was für uns passt. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Wenn man aus Wimmis Zimmer rauskommt, nochmal zur Orientierung, hier ist das Bad, hier sind Arbeitszimmer und Schlafzimmer, dreht man sich hier zur Seite und kommt in die Küche. So, die Küche ist innenliegend, hat aber ein großes Dachfenster, was sehr, sehr viel Licht macht. Und hier sind auch nochmal zwei Fenster, die auch einfach dafür sorgen, dass man wirklich einfach auch trotzdem ein offenes Gefühl hat. Die Küche ist vorher schon drin gewesen, die finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, die Arbeitsplatte ist jetzt nicht farblich so meins, aber insgesamt ist es eine schöne Küche mit Spülmaschine und erhöhtem Backofen, was natürlich auch mit einem kleinen Kind sehr, sehr praktisch ist. Und ich finde die sehr schön und gemütlich und so weiter. Ich denke, auch hier werden wir wieder gucken, dass wir gerade Flächen nutzen für Stellmöglichkeiten und hier vielleicht den Esstisch in die Mitte und da vielleicht noch eine Kommode oder irgendwie sowas. Das werden wir dann sehen. Kühlschrank muss untergebracht werden. Also da haben wir jetzt gerade noch nicht fertig entschieden, wie das dann alles steht. Das werdet ihr sehen. Und dann geht's von der Küche ins Wohnzimmer. Und das liebe ich sehr. Es hat mit Abstand die meisten Glasflächen und einfach ein unfassbar schönes Raumgefühl. Allein dieser Blick hier aus den Fenstern ist ein Traum. Es ist so schön, oben zu wohnen. Ich liebe das total. Es gibt mir so ein totales Freiheitsgefühl. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber ich bin einfach Riesenfan von Dachgeschosswohnungen. Und hier ist sozusagen dann Platz, um vielleicht ein Sofa unterzubringen oder vielleicht sogar wieder ein Klavier. Mal gucken. Da geht's raus zum Balkon, das gucken wir uns auch gleich noch an. Und hier hat man dann so eine kleine gemütliche Ecke, in die man einen Sessel stellen könnte oder wie auch immer, Bücherregale. Das werden wir dann sehen, was wir uns da hinstellen wollen. Momentan kann man ja eh nichts kaufen. Und dann hat man hier draußen zum einen meine dreckigen Schuhe. Und hier draußen ist dann der Balkon. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es ist ruhig und man hört die Vögelchen. Ist das nicht schön? Ich liebe es.
insgesamt, und ich hoffe, ich kriege das mit der Kamera eingefangen, ist die Wohnung einfach sehr frei und offen und luftig und fühlt sich einfach gut an. Man kommt rein oder ich komme hier rein und mache... Und es gibt natürlich irgendwie in jeder Dachgeschosswohnung Ecken, wo man überlegen muss, wie man Sachen einrichtet und wie man das löst und so weiter. Aber ich denke, mit der Zeit und so Stück für Stück werden uns gute Ideen kommen, dass wir wirklich den Platz gut nutzen und einfach dafür sorgen, dass das hier so richtig unser Zuhause wird. Ich liebe jeden einzelnen Raum. Ich finde alles an der Wohnung schön. Wenn euch das nicht so geht und ihr sagt, das ist nicht so meins oder das und das finde ich nicht so gut, ist das total okay. Jeder muss sich ja in seiner Wohnung wohlfühlen und ich bin extrem dankbar, dass wir diese Wohnung haben dürfen. Ich muss zugeben, die Wohnung ist echt eine Traumwohnung. Für mich persönlich. Die hat so viele Sachen, die ich schön finde an Wohnungen und vor allem eben dieses Raumgefühl gefällt mir extrem gut. Wenn ihr jetzt beim Gucken gedacht habt, oh, da könnte man das stellen, da könnte man das stellen und so weiter, lasst mich gerne wissen, was ihr mit der Wohnung anstellen würdet. Ich sammle ja immer noch Ideen und bastel Pinterest-Boards und versuche so ein bisschen Inspiration zu kriegen, was wir machen können, um die Räume eben einfach auch gut zu nutzen. Also immer her mit Inspiration, wenn ihr Lust habt, und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann.